Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein spontanes, schnelles, veganes Rezept für Chili Dogs. Vegan ist optional, kann natürlich auch jeder durch Fleisch ersetzen. Wir haben hier nur vegane Zutaten. Und ja, wenn ihr Bock habt zuzuschauen, wie ich das mache, wie gesagt, geht relativ schnell, ist auch eine ganz spontane Geschichte gerade, dann bleibt dran, ich zeige euch, wie es geht. Wir benötigen für unsere veganen Chili Dogs veganes Hackfleisch. Dann haben wir hier so eine vegane Würstchen von Alnatura mit so Salami-Art. Wir brauchen eine Dose gestückelte Tomaten. Dann zwei kleine Zwiebeln. Kannst auch eine große nehmen, geht genauso. Knoblauchzehen und eine Paprika. Die habe ich mir schon klein geschnitten. Und an Gewürzen benötigen wir Salz, halber Teelöffel Pfeffer. Dann habe ich eine Prise Cayenne-Pfeffer, ein paar Chili Flakes. Das kann aber jeder von der Schärfe natürlich machen, wie er das gerne hätte. Dann brauchen wir Paprikapulver. Das ist Kreuzkümmel und Korianderpulver. Das ist ein ganzer Teelöffel und das ist immer so, ja, so drei Viertel Teelöffel ungefähr. Gut, als erstes dann tun wir das ganze Zeug in unseren Mixer. Und das lassen wir jetzt erstmal ein paar Runden im Mixer fahren. So, wir bereiten unsere Soße zu. Erstmal ein bisschen Öl. Dann kommt das vegane, naja, nennen wir es mal Hackfleisch. Wer nicht vegan essen will und den das trotzdem interessiert, kann natürlich die veganen Sachen einfach durch normales Fleisch ersetzen, ne? Also Hackfleisch und normale Würstchen für Hotdogs. Das geht natürlich genauso. So. Braten wir uns das Ganze hier erstmal an. So, wir haben das jetzt alles angebraten und jetzt kommen unsere Gewürze dazu. Einmal so durchrühren. Jetzt kommt unsere Zwiebel, Knoblauch, Paprikamasse dazu. Schön gekleckert mal wieder. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Das lassen wir jetzt noch mal ein, zwei Minuten bisschen köcheln. Danach kommen die Tomaten dazu und dann wird das Ganze so lange eingekocht, bis wir die Konsistenz erreicht haben, die wir gerne hätten. So, haben wir ein, zwei Minuten mit angeschwitzt und jetzt kommen unsere Tomaten hier dazu. Jetzt wird das Ganze ordentlich verrührt. Und wenn ihr einen Deckel habt, am besten jetzt einen Deckel drauf machen. Und dann kann das Ganze erstmal locker flockig. Naja, ich sag mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde kann es köcheln. Müsst gucken, vielleicht zwischendurch, wenn es euch schon zu dick wird, könnt ihr noch einen Schwapp Wasser dazugeben. Und weil ich gerade Wasser sage, der Hund trinkt im Hintergrund. ja, wie gesagt, Deckel drauf. 20 Minuten, eine halbe Stunde köcheln lassen, nochmal probieren, abschmecken und dann ist es eigentlich soweit schon geschehen. So, das ist fertig. Das hat jetzt 30, 40 Minuten haben wir das jetzt eingekocht. Hat jetzt die Konsistenz, wie wir es mögen. Dann haben wir uns hier selber so eine
Sesambrötchen gemacht. Dazu verlinke ich euch das Rezept. Ich habe das eigentlich als Sesamringe, das eigentliche Rezept gemacht. Aber die Form ist ja am Ende egal. Wie gesagt, das verlinke ich euch unten, das Video dazu. Und jetzt fangen wir mal an. So, jetzt kommt unsere Wurst da rein. Dann kommt unser Chili da oben drauf. So. Jetzt ein bisschen von unserem veganen Käse. Wer möchte, kann sich das jetzt natürlich noch mal überbacken. Und ein klein wenig Deko. So, damit sind die Dinger fertig. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.